Paukenschlag beim DFB. Wolfgang Niersbach ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußballbundes zurückgetreten. Ich übernehme die politische Verantwortung, so der scheidende Präsident in einer Stellungnahme nach dem Krisengipfel am Montag in Frankfurt. Der 64-Jährige zog damit die Konsequenzen aus seiner Verwicklung in die Affäre um die WM 2006 in Deutschland. Zugleich betonte Niersbach ausdrücklich, dass ihm seitens des DFB nicht das Vertrauen entzogen worden sei. Die kommissarische Nachfolge von Niersbach, der 27 Jahre lang beim DFB tätig war, übernehmen Ligaboss Reinhard Raubal sowie DFB-Vizepräsident Rainer Koch.